Okay, Graf Saint-Germain. Planka. Also, was halten Sie davon? Exzellent. Es ist wieder Mary Celeste. Wieso wieder? Hat denn alles mit diesem Schiff zu tun? Das ist gut möglich. Ach. Woher haben Sie dieses Stück? Ich habe es von einem Antiquar in Kairo gekauft. Es muss ein Stück von einem vermissten Rettungsboot sein. Es gibt also weitere? Ja, ich hoffe, ich kann alle Genau, CSI, Sylvie und Wang. Wang. Warum haben Sie diese Suche begonnen? Wegen einer Vorahnung. Einer Vorahnung auf ein großes Mysterium. Eine fundamentale Frage. Und die Antwort? 42. Wenn es eine gibt, wird sie auch fundamental sein. 42. Wie lautet also die Frage? Sie fragen zu viel. Ich will mich nicht selbst zum Narren machen. Ich habe bisher nur wenig... Hinweise. Ich weigere mich zu beweisen, dass ich existiere, sprach Gott. Doch der Beweis ist gegen den Glauben und ohne Glauben bin ich nichts. Und was können Sie mir über die Kiste von Ponce de Leon sagen? Sie wurde in Venedig aufbewahrt. Zuerst in der Scuola und dann möglicherweise hier. Wir sind also nicht zufällig hergekommen. Es gibt keine Zufälle. Was wir für einen Zufall halten, ist nur ein Ereignis, dessen Ursache uns nicht bekannt ist. Was ist mit der Kiste passiert, als sie von hier verschwunden ist? Was denken Sie? Verschwunden? Briggs hat sie mitgenommen. Genau. Sie sind ziemlich erstaunlich. Doch, danke. Drei Objekte, die zusammen mit der Besatzung der Mary Celeste verschwunden sind, wurden gefunden. Das Chronometer, die Kiste und das Rettungsboot. Was bedeutet das? Dass sie nicht gestorben sind. Zumindest nicht alle von ihnen. Irgendjemand, vielleicht sogar der Kapitän... Selbst ist zurückgekommen. Es wäre aber sehr seltsam, wenn er die ganze Zeit nach seiner Rückkehr im Verborgenen gelebt hätte. Er ist sicherlich nicht mit seiner Frau und seiner Tochter zurückgekehrt. Diese drei hätte man leicht erkannt. Sein Sohn und seine Mutter sind in Marion geblieben. Ich kann nicht glauben, dass weder der Kapitän noch seine Frau... sie nicht hätten sehen wollen. Was wäre, wenn Mr. und Mrs. Briggs etwas unglaublich Wertvolles entdeckt hätten und es nicht hätten preisgeben wollen? Es war eine ehrbare Familie. Jeder, einschließlich Ihnen, ist der Meinung, dass Briggs ein sehr verantwortungsbewusster Mann gewesen ist. Das stimmt. Vielleicht hat er eine wichtige Entdeckung gemacht, musste sich aber verstecken, weil er verfolgt wurde. Von wem? Von jemandem aus seinem Gefolge. Von einem Mannschaftsmitglied zum... Was stand auf dem Spiel? Was war die Motivation hinter diesen ganzen Unternehmungen? Die Reise der Mary Celeste hatte ein geheimes Ziel. Und das war definitiv nicht, Alkohol über den Ozean zu bringen. Ich bin verwirrt. Alles, was wir diskutiert haben, ist reine Spekulation. Wir haben keinen unwiderlegbaren Beweis. Wissenschaftler und Entdecker können in zwei Kategorien eingeteilt werden. Die erste Gruppe baut gründlich und gewissenhaft, aber nur auf solide Fundamente. Die zweite Gruppe besteht aus Abenteurern. Begierig, sogar die lächerlichsten Theorien zu überprüfen, wenn sie das Gefühl haben, es könnte etwas Wahrheit darin stecken. Sie gehören nicht zur ersten Gruppe, oder? Ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll. Versuchen Sie, mich zu beleidigen? Ganz im Gegenteil. Für mich ist das ein Vorteil. Darum wollte ich Sie sehen. Weil ich hübscher bin als auf dem Foto. Ist ein schönes Geschenk. Ganz früher in meiner Sturm- und Drangzeit, da war ich mal bei König der Löwen in Hamburg. Das ist aber schon sehr, sehr lange her. Was erwarten Sie in der Kiste zu finden? Geld. Haben Sie sie genau untersucht? Sehr genau. Und? Ja. Bitte behalten Sie es derweil für sich. Ich hatte noch keine Zeit für eine ordentliche Untersuchung. Was haben Sie gefunden? Sagen Sie es mir. Unter dem doppelten Boden habe ich ein Manuskript gefunden. Möglicherweise die Notizen von Ponce de Leon, aufbereitet als Bericht für das Casa de Contratación. Ich wusste es. Ich wusste, dass etwas darin versteckt war. Erzählen Sie bitte weiter. Was steht in seinen Notizen? Er berichtet über seine Reise von 1513, während der er Florida entdeckt hat. Gibt es irgendetwas? Irgendetwas Neues in Bezug darauf? Etwas, das nicht in anderen Quellen enthalten ist. Ja, er erwähnt das Bimini-Atoll, wo der Jungbrunnen sein soll. Hat er es erreicht? So habe ich es verstanden. Ich muss das Manuskript haben. Nein, ich muss die ganze Kiste haben.
Gott weiß, was noch darin gefunden werden kann. Ich befürchte, das ist unmöglich. Ich hoffe, ich bin Ihren Erwartungen gerecht geworden. Hören Sie mir zu. Ich bin von Ihren Fähigkeiten und von Ihrem Wissen beeindruckt. Sie zeigen die Talente eines echten Entdeckers. Ich stelle Sie als meine Expertin ein. Ihre Expertin? Expertin für was? Für die Mary Celeste. Sie werden das Mysterium um das Verschwinden der Mannschaft unbestreitbar lösen. Ein für allemal. Ich fühle mich geschmeichelt. Das ist ein unglaublich ambitioniertes Vorhaben. Ich werde für Ihre ganzen Unkosten aufkommen. Und was das Honorar angeht, was würde Sie zufrieden... Lassen Sie mich überlegen. Lassen Sie uns beim Einfachsten anfangen. Die Exklusivrechte an dem Buch über dieses Thema. Natürlich. Zugang zu allen wertvollen und antiken Objekten, denen wir während des Unternehmens begegnen, sowie die Exklusivrechte, diese zu untersuchen. Klingt vernünftig. Einverstanden. Und nun zum Wichtigsten. Ich bekomme ein Zehntel von diesen Relikten und habe ein Vorkaufsrecht, wenn es um den Rest geht. Wenn man Ihre potenziellen Erfolge in Betracht zieht, scheinen meine Rechte an meiner Investition recht beschränkt zu sein. Ich glaube, dass mein Angebot fair ist. Ich erhalte nichts, wenn ich nichts erreichen kann. Ich riskiere, mit leeren Händen dazustehen. Sie haben noch etwas im Ärmel. Sie können in jedem... Ich habe das Gefühl, dass Sie auch noch etwas im Ärmel haben. Es geht nicht nur um die Mary Celeste. Den Jungbrunnen. In Ordnung. Einverstanden. Antollo. Aber ich habe auch eine Bedingung. Lassen wir die Kiste außen vor. Die gehört mir. Die Kiste ist Eigentum des Museums. Sie werden sie für mich besorgen. Klauen? Ich kann vor denen nicht als ihr Agent auftreten. Die haben mir einen Auftrag erteilt und den muss ich zu einem Abschluss bringen. Zu den Bedingungen, die ich mit denen vereinbart habe. Nein. Sie arbeiten jetzt für mich. Wie bitte? Bin ich plötzlich zu Ihrem Eigentum? Sie sind meine Expertin. Sie können nicht zwei Sachen gleichzeitig machen. Dann gehe ich zurück nach Frankreich. Bitte. Sie wissen nicht, was Ihnen entgeht. Und ich weiß nicht, was mir entgeht, wenn ich nicht bleiben würde. Warum bestehen Sie so darauf, die Kiste zu bekommen? Ich will sie nur untersuchen. Ich kenne den Inhalt, obwohl ich nicht ganz sicher bin, ob das alles ist. Da war ein Manuskript, eine Pistole und ein Ausgießer. Der Rest eines Kruges. Stimmt, der Krug ist auf der Liste. Wissen Sie, wo sich der Krug zurzeit befindet? Ich kenne einen Mann in Kairo, der ihn vielleicht in seinem Besitz hat. Wer ist er? Ah, sehen Sie, Sie sollten nicht auf den Fall verzichten. Ich sollte nicht auf meine Prinzipien verzichten, wenn ich weiter in diesem Beruf arbeiten will. Sie haben eine Menge herausgefunden. Ich schätze das. Aber Sie werden ohne mich nicht weiterkommen. Ich habe heute den Ort in der Scuola gefunden, wo die Kiste jahrelang aufbewahrt wurde. Das haben Sie? Und ja, was war darin? Ein paar seltsame Samenkörner. Und wo ist dieses Geheimversteck? Rechts vom Eingang. Unter einer absurden Inschrift auf 12 Platten. Ja, ich erinnere mich daran. Die Platten können bewegt werden. Ich habe es geschafft, sie zu einem ziemlich geschmackvollen lateinischen Spruch zu sortieren. Gut, gut. Und wie lautet er, wenn ich fragen darf? Reichlich hast du bekommen. Gebe reichlich. Wie erleuchtend. Das Relief auf dem Boden macht mich neugierig. Mich auch. Es scheint unfertig zu sein, als ob es noch irgendwie verändert werden müsste. Erwarten Sie, hier auch ein Geheimversteck zu finden? Es ist wahrscheinlich, dass die Samenkörner aus der Scuola di Santa Croce hierher gebracht und versteckt worden sind. Vielleicht sind sie immer noch an Ort und Stelle. Sie haben sie nicht in der Kiste gefunden, oder? Nein, habe ich nicht. Da Sie sich so gut mit Verstecken auskennen, könnten Sie es nicht hier einmal versuchen? Nun, ich bin nicht in Eile oder so. Ich muss mir das Ornament genauer ansehen. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass der Kreis in der Mitte defekt ist. Ja, und einige Steinstückchen liegen in der Ecke. Eine schlampige Arbeit, muss ich sagen. Ich gehe wieder an die Arbeit. Dann bis bald. Dann bis bald. Stücke von Steinplatten, zerbrochene Keramik, alles zusammen eine kleine Müllhalde.
Jetzt ist das Relief komplett. Aber das Muster auf dem Boden ergibt keinen Sinn. Ist da wieder so ein Ding drin, oder? Das hat sie aber letztens gemacht mit dem macht keinen Sinn. Okay. Sehen Sie, jetzt bewegen sich der zweite und der vierte Ring zusammen. Okay. Alles passt. Die Muster auf den Ringen ergeben einen üppigen Baum. Ach Mann, warum, Flo, warum? Das Stück steht jetzt etwas hervor. Das wird nicht funktionieren. Schade, ich dachte, wir legen jetzt aber drauf oder so. Ach so, was, oder? Probieren geht über Studieren, heißt es. Es ist ein Versteck für die Samenkörner. Sie müssen für sehr wertvoll gehalten worden sein. Das sind andere Samenkörner als die, die ich in der Skuola gefunden habe. Das sind andere Samenkörner. Das sind andere. Das sind andere. Das sind Samenkörner wie die, die ich in der Skuola gefunden habe. Sie sind in der Kiste des Konquistadors hergebracht worden. Das ist dieselbe Art wie die aus der Skuola. Ich muss zugeben, dass Sie wieder fabelhafte Arbeit ge- Wissen Sie, was das für ein Baum ist? Ich habe ihn schon einmal irgendwo gesehen, kann mich aber nicht mehr daran erinnern, wo. Hat er irgendwie mit der Mary Celeste zu tun? Das sagt mir zumindest mein Gefühl. Bei einem solchen Unternehmen reichen Gefühle allein nicht aus. Wissen Sie, ich habe das Emblem schon einmal auf einer Münze gesehen. Ich habe eine Vermutung. Münze? Eigentlich auf zwei Münzen. Eine habe ich in der Nähe der Stelle gefunden, wo Marcel, der Restaurator vom Museum...
Ihr Freund? Der, dem ich geschrieben habe, ist tot? Unglücklicherweise ja. Die zweite Münze habe ich heute gefunden, an der Seite Ihres toten Mannes. Zwei Münzen, zwei Tote. Und ein Mörder, richtig? Er folgt Ihnen. Was war das? Haben Sie das gehört? Nein, habe ich nicht. Schon gut. These. Theorie, wie auch immer. Er hier ist seit 1518 unterwegs. Deswegen der Filmriss. Da sind ein paar Samenkörner im Versteck unter dem Boden. Ich wusste es. Sie ähneln denen in der Squala. Sehen Sie? Ich fühle, dass Sie eine Antwort bereithalten, aber ich kenne die Frage nicht. Ich frage mich, ob dies der Baum ist, der auf den Inseln auf der Karte wächst. Was für Inseln? Was für eine Karte? Ich habe sie wohl noch nicht erwähnt. In dem Manuskript habe ich... Sie haben sich das Beste für den Schluss aufgehoben. Ich brauche diese Karte. Was zeigt sie? Ein paar Inseln, aber ihre Namen fehlen. Sehen Sie, am Ende muss ich diese Kiste doch kaufen. Das ist nicht nötig. Ich habe eine Kopie angefertigt. Ich habe sie dabei. Kann ich sie sehen? Ich bin sicher. Ja. Wunderbar. Was war das? Ich habe nichts bemerkt. Still. Da ist wer. Ich habe ihn gesehen. Was ist los? Jemand ist Ihnen gefolgt. Niemand ist mir gefolgt. Darauf kommt es nicht mehr an. Sie sollten zurückgehen. Was jetzt? Wo treffen wir uns? In Venedig bin ich in Gefahr. Es bleibt nur noch Kairo. Kairo ist eine große Stadt. Ich meine diesen Sammler. Ach, der! Er kommt oft in die Altstadt. Ach, da! Er ist auf Artefakte spezialisiert, die mit Atlantis zu tun haben. Oh. Haben Sie den Schatten gesehen? Wo? Gehen Sie, schnell! Was ist mit dem Sammler? Laufen Sie! Das muss der Killer sein! Wo ist er denn jetzt hin? Wo ist denn er hin? Schneller, Sevi, schneller! Sag mal, wie konntest du diesen Gondoliere für Omega halten? Das spielt keine Rolle. Ich werde ihn später erwischen. Das tut es doch, wenn dir das Leben eines Menschen etwas bedeuten würde. Hast du eine Herztransplantation oder was? Hört auf, wir werden ihn kriegen. Das Mädchen wird uns zu ihm führen. Glaubst du, sie stehen in einer Art Verbindung? Sie ist wie eine Motte, die in das Licht fliegt. Darauf sollten wir hoffen. Omega? Er ist einer Wo von den vier. Wo bin ich nur eingeraten? Wo sind ich bin wir ganz hier? Allein hier. Keine Spur des Grafen und was noch schlimmer ist, ich fühle mich nicht sicher. Oh oh. Jetzt lastet alles auf meinen Schultern. Ja, ja. Denk nach, Nicole. Ach nee, das war die falsche. Denk nach, Sylvie. Genau die. Gut, wir haben einen Zimmer, wir haben einen Dings. Ich guck mal zur Kochnische. Fassen Sie hier bitte nichts an, Miss. Hallo. Hallo. Ich möchte mit jemandem vom Personal sprechen. Ich bin das Personal. Ich bin Ali. Gibt es hier keine Erwachsenen? Meine Eltern sind bald wieder da. Ich springe für sie ein. Suchen Sie ein Zimmer? Solltest du nicht in der Schule sein, Ali? Sie sind nicht vom Bildungsministerium, oder? Nein, ich suche ein Zimmer für ein paar Tage. Da haben Sie den richtigen Ort gefunden. Möchten Sie eine Suite? Ich würde etwas Bescheideneres bevorzugen. Ah, so ein Glück. Unsere Suite ist momentan belegt. Aber wenn Sie trotzdem eine Suite wollen, unsere Nachbarn haben noch eine. Das ist nicht nötig. Ich bin auf der Suche nach einem einfachen Zimmer. Wir haben ein freies Zimmer oben. Mit Badezimmer? Es hat ein Waschbecken. Und die Toilette? In der Halle. Wenn Sie ein eigenes Badezimmer möchten, versuchen Sie es bei unseren Nachbarn. Wo ist das? Nicht weit weg. Aber hier ist es schöner, romantischer. In der Tat. Freundlicher, weit weg von Fernsehern, Internet. Aber wenn Sie das vermissen, versuchen Sie es bei unseren Nachbarn. Wie komme ich dahin? Ganz schön hart ohne Internet, was?
Meine Eltern verstehen das. Wir wechseln gerade den Anbieter. Das Kabel war nicht gut genug. Aber wenn Sie spielen möchten, ich habe noch eine Konsole in meinem Zimmer. Auch Internet, wenn Sie wollen. Das brauche ich nicht. Ja, da, was da machen Sie? Gerade? Entschuldigung? Sie haben keine Kamera. Sind Sie keine Touristin? Auch keine Geheimagentin. Hat er angefangen, sie abzugraben oder was? Ich habe da eine Konsole in meinem Zimmer mit Internet. Aber zum Pullern müssen sie draußen auf den Flur gehen. Ich bin Archäologin. Weißt du, was das ist? Natürlich, das weiß doch jeder. Sie sind hier, um Mumien auszugraben. Korrekt. Da sind sie an der richtigen Stelle. Dieses Haus ist sehr alt und hat eine Menge Geheimnisse. Glaubst du, ich könnte hier etwas finden? Sicher, aber beschädigen Sie nicht den Boden, es sei denn, Sie bezahlen das extra. Ach, ich hatte gehofft, Beschädigungen des Bodens wären im Preis inbegriffen. Sie müssen nicht im Voraus bezahlen. Na super. Was kostet ein Zimmer ohne alle Boni? $15. Puh, ich weiß nicht. Das Zimmer hat vielleicht kein Bad, aber es hat ein Versteck. Ein Versteck? Oh. Für Wertsachen. Sie können dort den Schatz des Pharaos verstecken. Ich nehme es. Großartig. Möchten Sie Tee? Nein, danke. Kann ich Ihren Pass sehen? Was? Dummerweise wurden meine Papiere gestohlen. Wann denn? Haben Sie das der Polizei gemeldet? Direkt am Flughafen. Was für eine gefährliche Stadt. Das ist sie nicht. Sie müssen nur am Flughafen aufpassen. Sagen Sie mir Ihren Namen. Ich muss Sie in das Gästebuch eintragen. Sophie Ferrier. Ferrier wie Terrier mit 2 A. Und wenn ich den Schatz des Pharaos finde, wem kann ich ihn dann verkaufen? Der Regierung. Kennst du möglicherweise ein paar Sammler? Sie wollen ihn unter dem Ladentisch verkaufen? Nein, nichts Illegales. Ich suche nur jemanden in der Altstadt. Es gibt dort viele Antiquare und Sammler. Dieser hat sich auf die Archäologie von Atlantis spezialisiert. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Warum? Ich dachte, Atlantis hat nie existiert. Ich weiß es nicht. Aber dieser Sammler hat vielleicht ein paar Beweise, ein paar Funde. Und das wäre sehr wichtig für Sie? Oder Kilos. Ich glaube schon. Werden Sie danach suchen? Im Moment möchte ich nur ein paar Sachen mit ihm besprechen. Nehmen Sie mich mit. Ich kann Ihnen helfen. Ich kann eine Menge nützlicher Dinge. Du willst auf die Reise gehen wie Sindbad der Seefahrer? Oh ja. Dann höre dich nach dem Sammler um. Aber du musst vorsichtig sein. Noch darf niemand davon erfahren. Na klar. Ich versuch's noch. Bin ich im Dialog? Ist das Frühstück im Preis? Wenn Sie eine ordentliche Mahlzeit wollen, gehen Sie in die Stadt. Oder zu den Nachbarn. Kannst du irgendetwas empfehlen? Es gibt ein Café in der Nähe, in einem Seitengässchen. Das können Sie nicht verfehlen. Mhm. Kann ich die Kochnische benutzen? Sicher. Sie steht den Gästen zur Verfügung. Danke. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Viel Spaß. Oh, hat der gerade gepopelt? Okay. Was darf ich jetzt machen hier? Sie haben hier eine Kochnische. Da kann man etwas zusammenzaubern. Und scheinbar keine Gaspreisprobleme. Ich hab Topf, Messer. Jodi, jodi. Das wird nicht funktionieren. Weil hier gibt's kein fließend Wasser. Alles kaputt hier. Ach, Sparung. So, was haben wir hier? Wir gehen mal ins Zimmer. Ich muss auspacken und dann nach so einer anstrengenden Reise etwas Ruhe finden. Okay. Was haben wir denn hier? Eine Tischkante. Ein hübsches Zimmer. Es riecht nach Amber mit Moschus. Amber? Was ist das hier? Wattepad? Banane. Oh. Denk nach, Sylvie. Denk nach. Denk doch nach, bevor du einfach mit der Hand auf den Tisch klopfst hier. Denk nach. Das ist keine gute Idee. Wir brauchen eine Alternative. Das ist schon kaputt hier. Das Fenster. Ich weiß nicht, das bezahle ich nicht. Das ist keine gute Idee. Wir brauchen eine Alternative. Probieren geht über Studieren, heißt es. Das wird nicht funktionieren.
Das ist keine gute Idee. Probieren geht. Vielleicht. Es könnte sehr gut möglich sein. Bam, 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 bam. Oh, hier ist ein Spiegel. Mein Gott, ich sehe nicht so gut aus. Das muss das Versteck sein. Etwas einfach, aber trotzdem. Das wird nicht funktionieren. Probieren geht über Studieren, heißt es. Das wird nicht funktionieren. Probieren geht über Studieren. Nee, bisher leider nicht. Denk nach, Sylvie. Denk nach. Denk doch nach, Sylvie. Kann ich sie wieder rausnehmen? Nachdem man mich am Flughafen ausgeraubt hat, trage ich am besten nichts Wertvolles mit mir herum. Okay. Die Mucke ist schon klasse, wa? Obwohl dieser Ort bezaubernd ist, fühle ich mich hier nicht sicher. Warum nicht? Ist doch ganz normal hier. Ganz, ganz normal.